Willkommen zu Kapitel 5 des Grundkurses Soziokratie 3.0 zum Thema Konsentwahl. Mit diesem Prozess lassen sich gemeinschaftlich Personen bestimmen für bestimmte Rollen. Und der Prozess ist sehr interessant, der ist kaum verbreitet, ich habe den vorher nie erlebt, aber ich fand ihn ziemlich interessant und durchdacht und eigentlich deutlich cooler als das übliche Abstimmen, was man ja sonst macht, um irgendwie eine Rolle zu füllen mit einer Person. Ja, und so sieht der Prozess aus. Also, sagen wir mal, wir haben jetzt ein Team von, oder einen Kreis von 6 Leuten, die eben über eine Rolle entscheiden. Sagen wir mal, das ist ein Vertreter für irgendeine Tagung. Ein Vertreter der Organisation für irgendeine Tagung. So, dann wird erstmal nochmal die Domain definiert, oder die Domäne, also die Rollenaufgabe, was damit alles verbunden ist. Und dann schreibt jede Person erstmal, bevor man groß diskutiert, einen Namen auf einen Zettel. Ohne dass die anderen das sehen erstmal. Und dann wird er gleichzeitig aufgedeckt, sodass niemand beeinflusst ist von den anderen. Jeder erstmal nur seine eigenen Gedanken hat und sich Überlegungen machen kann. So, dann sehen alle die Zettel der anderen Person. Und dann ist eine Runde, wo jede Person einmal reihum sagt, warum er oder sie diese Person gewählt hat. Dabei kann man übrigens auch sich selber nominieren. Das ist gar kein Problem. So, das heißt, jeder hat dann die Begründung gehört, kann nochmal nachdenken, dann ist eine Diskussion offen, jeder kann nochmal zusätzliche Informationen erfragen oder weitere Gedanken äußern. Und wenn das soweit reicht, dann können die Nominierungen geändert werden. Das heißt, jede Person nimmt den Zettel nochmal zurück und schreibt nochmal einen Namen auf den Zettel. Das kann die gleiche Nominierung sein, man kann dann aber auch die Nominierung ändern, aufgrund der zusätzlichen Informationen und vielleicht auch der guten Ideen, die andere haben. Dann werden natürlich gleichzeitig wieder die Zettel aufgedeckt. Und oft ist es dann schon, dass dann alle den gleichen Namen haben. Muss aber nicht sein. Es kann aber auch sein, dass viele einverstanden sind mit mehreren Namen. Das ist natürlich auch wieder die Sache. Vielleicht gibt es nicht die eine perfekte Person, vielleicht werden mehrere geeignet. Und jetzt braucht man dann einen Kandidaten. Und dafür gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten, den zu bestimmen. Entweder die Moderation bestimmt einen, eine Nominierung als Vorschlag, also der dann auch auf dem Zettel steht. Oder die Moderation fragt eine Person aus dem Kreis, wen die nominieren möchte. Oder, noch einen Schritt komplizierter, die Moderation fragt jemanden in dem Kreis, wer am besten eine Nominierung macht. Das heißt, Person A sagt dann, ja, ich glaube, Person C ist sehr qualifiziert, uns einen Kandidaten vorzuschlagen. Person C macht dann also den Vorschlag. Und dann ist wieder der klassische Konsentfall. Es wird nach Einwänden gefragt, ob jemand Einwände gegen diesen Vorschlag hat. Und im Optimalfall gibt es keine. Dann kann direkt gefeiert werden, dass man die Rolle erfolgreich besetzt hat. Oder es gibt Einwände und dann geht man nochmal Schritte zurück und diskutiert darüber, wie diese Einwände integriert werden können, ob man die Rollenbeschreibung anpasst oder dann eben wen anders vorschlägt. Und dann so ein bisschen quasi dann nochmal so Feedback schleifen. Aber in der Regel ist das ein sehr schönes System. Es ist noch wichtig, wenn bei der Einwandrunde am Ende, dass die Person, die nominiert wird, als letztes gefragt wird, damit die Person erstmal alle möglichen Bedenken oder Gedanken anhört und ja und dann selber entscheiden kann, okay, gegeben diese ganzen Gedanken und Bedingungen, mache ich das gerne oder habe ich eigentlich Bedenken, möchte das lieber nicht annehmen. Und dann kann die nächste Person gefragt werden. Ja, das ist der Prozess. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Ich empfehle einfach mal ausprobieren. Damit kommt man relativ schnell zu coolen Ergebnissen, ohne dass es eben sehr konfrontativ wird. Und man irgendwie Wahlkämpfe hat. Es geht eben gar nicht darum, dass die Leute eben sich selber groß in den Vordergrund stellen und irgendwie Wahlkampf machen, sondern wirklich eher der Gruppenprozess, um Argumente der verschiedenen Leute ins Spiel zu bringen. Und dafür ist das wirklich sehr, sehr, sehr cooles Tool.